Oh, meine Eichenplatte ist echt klasse geworden. Aber diese Risse hier, die stören mich jetzt doch. Ich guck mal im Internet, was man da machen kann. Ah, hier füllt Jonas Risse. Mit Nudeln? Gibt's nichts Normales? Oh, Risse im Holz. Das gehört irgendwie zum Holz dazu, weil sowas einfach passieren kann. Manche lieben sie und manche hassen sie. Und wir haben uns schon ganz viele Techniken angeguckt, wie man solche Risse füllen kann. Viele dieser Techniken waren wirklich ziemlich absurd, zum Beispiel mit Instant-Nudeln oder Messingpulver. Und eine Frage dürfte sich jeder stellen. Jones, gibt's nicht auch irgendwas Normales, um Risse zu füllen? Und tatsächlich habe ich mir zum ersten Mal auch die Frage gestellt und habe das hier im Baumarkt entdeckt. Ein Baumarktprodukt, oh Gott. Das hier ist Holzreparaturspachtel, füllt verlässlich Risse und Löcher, extrem hart, flexibel wie Holz. Aber bringt das was? Die Tube sieht auf jeden Fall komisch aus, wir probieren es aus. Extrem hart und flexibel wie Holz klingt erstmal super. Vielleicht kann das Ganze das Arbeiten von Holz ausgleichen. Und das Ganze ist sogar wetterbeständig. Top, so wie der Daumen hier sagt. Einfache Anwendung. Aber Moment mal, hier steht schon mal eine Stunde pro Millimeter Trockenzeit. Oh Gott, das dauert ewig. Und mein allergrößtes Problem ist das hier. Die Farbe ist Holz. Welches Holz, Digga? Es gibt eine Million. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Farbe ist. Es gab nur das hier. Der Deckel könnte das ja irgendwie, ja, man könnte denken, das ist die Farbe. Keine Ahnung, ob das jetzt so passt oder nicht. Wir probieren das einfach mal aus. Wir haben auf jeden Fall hier eine Tube, die wir noch aufschneiden müssen. Steht auch hier oben, so wie wir es brauchen. Ich würde sagen klein. Da wollen wir mal. So. Das sieht da drin sehr grau aus, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, meine Farbe ist jetzt nicht grau. Egal. Wir haben auf unserer Platte große und auch kleine Risse. Wir können also hervorragend testen, ob das eventuell ein gutes Produkt ist. Was dafür spricht, ist, es könnte eine sehr schlichte Optik haben. Und im besten Fall ist es super einfach. Man kauft sich so eine Tube, macht das da rein, wartet und alles sieht top aus. Ist ja nur die Frage, ob es top aussieht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit diesem Riss hier an und quetschen da was rein. Dann wollen wir mal. Der Riss ist sehr tief. Wahrscheinlich müssen wir sehr lange warten. Oh Gott, die Paste ist... Oh Gott! Was ist das? Nein! Oh Mann. Ich weiß nicht, ob das Holzfarbe ist. Ich brauche einen Spachtel. Mein Spachtel ist ein bisschen groß. Keine Ahnung, wir spachteln mal den Rest auch voll. Tatsächlich sieht das Grau eigentlich jetzt ganz cool aus. Aber ich brauche einen anderen Spachtel. Aus wie Sand. Das fühlt sich auch beim Reinspachteln, hört mal. Das klingt auch wie Sand. Oh Mann. Gehen an diese Tests ja immer so ein bisschen blauäugig ran. So wie ich mir vorstelle, wie ich das machen würde, wenn ich halt wirklich meinen Tisch reparieren würde. Und ich sag euch eins. Das ist jetzt so der Moment, wo man denkt, ja, das klappt. Okay, sieht ein bisschen komisch aus. Ich mache einfach weiter. Und dann steht man hier und denkt sich, oh Gott, scheiße. Ich habe mein komplettes Projekt ruiniert, weil es sieht halt... Also ich fange mal anders an. Es ging schnell. Also diese ganzen Risse jetzt hier zu füllen, das ging wirklich super fix. Man kann das aus der Tube drücken, man streicht das da rein und im besten Fall trocknet das jetzt. Allerdings deckt sich diese Sandfarbe überhaupt nicht mit diesem Deckel. Bei diesem Deckel hätte ich jetzt erstmal gedacht,
Vielleicht soll das Nussholz sein oder wirklich ein stark dunkler Braunton. Deswegen hatte ich ja schon Sorge, dass es zur Eiche nicht passt. Und jetzt haben wir einfach Sandfarben. Weiß ich nicht, ob die Farbe sich noch verändert oder so? Oder nicht? Vielleicht habe ich es einfach komplett ruiniert. Wir warten jetzt mindestens eine Stunde, weil wir haben hier ein bisschen mehr als einen Millimeter Schichtdicke. Und ja, vielleicht sieht es dann aus wie Holz. Oder wir haben die Eichenplatte komplett zerstört. Warten wir mal ab. Aus einer Stunde, ich hatte ja gesagt, wir warten ein bisschen mehr, aber nach einer Stunde habe ich schon gepiekst und es war noch nicht fest. Es sind jetzt ein paar mehr geworden. Es ist jetzt Abend. Ich habe das einfach gespachtelt, hatte dann keinen Bock mehr und bin weggegangen. Also, das fühlt sich merkwürdig an. Es sieht auch komisch aus. Wir schleifen das jetzt mal ab. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass es doch noch gut aussieht. Ich hole mal das Schleifgerät. Oh nein! Es sah hier so gut aus. Und wenn man es jetzt schleift, sieht es einfach grau aus. Oh Mann! So sieht es jetzt eigentlich vor dem Schleifen aus. Das geht voll klar. Und so sieht es geschliffen aus. Oh nein! Jetzt, wo der erste Schock ein bisschen verdaut ist, es fässt sich wunderbar an. Die Verarbeitung ist mega einfach. Man kauft sich eine Tube, klatscht das da rein, geht irgendwie was essen, schleift das Ganze runter. Auch das ging super. Das Schleifpapier hat sich null zugesetzt oder so. Also es ist nicht, wie man Epoxy schleift oder sowas. Und da kommen wir zum Punkt. An sich sieht das aus wie gefärbtes Epoxy. Das ist eigentlich echt richtig cool. Und ich bin eigentlich auch ehrlich gesagt ziemlich begeistert jetzt. Nur eine Sache, und ich weiß auch welche, stört mich massiv. Die Optik und die Verarbeitung sind eigentlich top. Nur dieser Deckel hier ist doch braun. Und wir haben wirklich alles. Wir haben alles. Aber das ist doch keine Holzfarbe. Was für ein Holz soll das sein? Es stand sogar im Laden Holzfarbe. Alles ist hier drauf in der Holzfarbe braun geschrieben, weil es für Holz ist. Aber es sieht einfach nicht so aus. Vielleicht meine letzte Hoffnung optisch, um das sozusagen farblich anzugleichen, wäre, vielleicht müssen wir es ölen. Genau das probieren wir jetzt aus. Es gibt keine Fehler, es gibt nur Details. So muss man es nämlich sehen. Das Zeug gibt es um eine Ecke für einen Fünfer hinterhergeschmissen. Die Verarbeitung ist einfach, schnell und ehrlich gesagt sieht es geölt eigentlich ziemlich lässig aus. Es ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte irgendwie gedacht, ja, das sieht aus wie Holz. So hat es natürlich eher den Effekt wie bei Epoxy oder anderen Sachen. Ohne dass es so nervig ist wie Epoxy, weil wir erinnern uns dran, man muss die Sachen abkleben, es muss einen Tag dauern oder man hat schnelles Epoxy, es stinkt, es ist auch ein bisschen gefährlich und das geht einfach nur schnell und sieht lässig aus. Und wenn man sich jetzt den direkten Vergleich anguckt, so sahen unsere Risse vorher aus und so sehen sie jetzt aus, dann finde ich, ist das eine absolut völlig in Ordnung agierende Lösung. Hier hinten steht drauf, kann nach der Trocknung geschliffen und lackiert werden. Wenn man jetzt natürlich daran denkt, dass man Holzoptik möchte, dann kann es nicht lackiert werden, sondern dann müsste es lackiert werden. Aber spätestens wenn man lackiert, hat man auch keine Holzoptik mehr, weil man dann ja Farbe drüber macht. Wir erinnern uns mal kurz, was ich am Anfang des Videos gesagt habe. Das sieht aus wie Sand. Das fühlt sich auch beim Reinspachteln, hört mal. Klingt auch wie Sand. Richtig, fühlt sich an wie Sand. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Zum Ausbessern von Rissen, Löchern, Fugen, beschädigten Kanten, Astlöchern, fein strukturiertem Material und sonstigen Fehlstellen in Hölzern. Ja, das klingt doch spitze. Ja, jetzt kommt der nächste Satz.
auch zum Renovieren von Fachwerk, okay, auch noch Holz, Möbeln und Natursandstein geeignet. Was? Digga, was hat denn jetzt der Natursandstein mit Holz zu tun? Nichts. Aber das macht einfach so keinen Sinn. Was ist das für ein dämliches Produkt? Das Ergebnis ist eigentlich cool geworden, aber es macht halt irgendwie für mich überhaupt keinen Sinn. Also wahrscheinlich ist der Gedanke wirklich, dass man es lackieren muss. Weil ich glaube, das Einzige, wo diese Farbe von sich aus natürlich reinpasst, ist Natursandstein. Warum steht das dann hier nicht drauf? Es ist, wie es ist. Aber es sieht gut aus. Egal. Also, für solche Sachen würde ich sagen, tippitoppi kann man so machen. Ein Glück. Zwischendurch hätte ich echt gedacht, dass das voll in die Hose geht. Aber die Optik finde ich echt lässig. Gerade bei Eiche sieht es nice aus. Und ich könnte es mir auch gut zu Nuss vorstellen. Welches Holz könnt ihr euch vorstellen? Schreibt es einmal unten rein. Und heute ist es soweit. Peng! Es ist der dritte Advent. Eigentlich sollte es kalt sein, aber das ist uns völlig egal. Uns, Jonas, Forsberg und mir. Einer von euch kriegt ein komplettes Outfit vom Kopf bis zu den Füßen. Und ihr könnt euch natürlich das Ganze so aussuchen, dass es euch auch passt. Und das ist wunderbar. Der Hashtag, um mitzumachen, ist Lückenfüller. Und Lücken muss man auch manchmal bei anderen füllen. Zum Beispiel bei Tierheimen. Die brauchen Geld, um ihre gute Arbeit fortzusetzen. Deswegen ist es so, dass Forsberg alles, was vom 6. bis zum 24. Dezember über meinen Link bei Forsberg bestellt wird, der Link ist unten, zusammengerechnet wird. Und 15% von dem Netto, boah, was, wird an dieses Tierheim gespendet. Und das ist schon mal super. Aber weil ich Tiere auch super finde, lege ich nochmal 15% obendrauf. Nicht nur 15%, sondern diese 15% verdoppel ich. Hört mir jetzt auf mit der Mathe-Kacke. Es geht darum, Geld zu spenden. Also, wenn ihr was braucht von Forsberg, wenn ihr Klamotten braucht, schaut gerne unten vorbei. 15% von eurem Einkaufswert wird von Forsberg gespendet und ich verdoppel den Wert am Ende. Also bis zum 24. Peng! Einmal Klamotten shoppen für die Tiere. Das tut nicht weh. Und einer von euch bekommt das Outfit. Also, Hashtag Lückenfüller. Ja, das Video ist zu Ende. Die Tube ist weg in meinem Keller. Da gehe ich jetzt auch hin. Upp.